Oh mein Gott, Leute, wir haben ein geisteskrank neues Event in Brawl Stars und dabei 10x Megabox oder 60 Stardrops gratis. Und in diesem Video erkläre ich euch jetzt alles, was ihr wissen müsst zu dem neuen Gratisgeschenk, denn ihr könnt alle bestimmen, Leute. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt mal auf Watch Now und schauen uns das Ganze an und ich erkläre euch nochmal alles in Ruhe, falls ihr das Ganze noch nicht verstanden habt, Freunde. Okay, Leute. 10 Megaboxes or 60 Stardrops? I don't know. Oh mein Gott. Pick one, Danny. Leute, man muss sich entscheiden. 10x gratis Megabox oder 60 Stardrops. Community, I need your help. Oh. It's the Box versus Drops Community Event. It will reward you with either 10 Megaboxes or 60 Stardrops. Digga. This bar will be tracking takedowns in all the game modes. If the whole community reaches 16 billion takedowns. Also, ihr seht es, man muss 16 Milliarden Kills erreichen als komplette Brawl Stars Community in 10 Tagen. Es wird wieder so eine Leiste im Spiel geben, Leute. In 10 days, everyone will get either 10 Megaboxes or 60 Stardrops. It's up to you. Also, jeder bekommt dann 10x gratis Megabox oder 60 Stardrops gratis, genau, Leute. To decide together. You can vote for the reward you want to win in the new section right here. Genau, man kann dafür einfach voten, Leute. Und das machen wir jetzt natürlich auch mal direkt und schauen schon mal rein, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Und zwar soll man hier dafür in die News-Sektion gehen. Und, oh mein Gott, wir sehen es schon. Abstimmen, Leute, für gratis Megaboxen oder gratis Stardrops. Jetzt ist natürlich die Frage, für was solltet ihr euch entscheiden? Das heißt, schaut euch dieses Video bitte erstmal komplett an, bevor ihr euch entscheidet und abstimmt. Denn wir müssen natürlich gucken, was ist mehr wert, Leute. Das schauen wir gleich uns an. Aber erstmal gucken wir weiter. The vote will be the next milestone that you unlock. Well, what if I don't get the reward that I voted for? Then you can suck it up, you... Digga, was? Three chances to vote for the reward you want at each milestone. The first milestone. Man kann also dreimal insgesamt abstimmen. Is that 2 billion takedowns for 1 megabox or 6 stardrops? Das heißt, nach 2 Milliarden Kills kann man das erste Mal abstimmen für entweder eine gratis Megabox oder 6 mal gratis Stardrop. Leute, merkt euch das auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, bevor wir jetzt hier weiter gucken, gucken wir doch direkt mal, was ist eigentlich mehr wert? Also, ja, ihr solltet euch wirklich Gedanken machen, weil das Ding ist, jeder einzelne Spieler wird das Ganze abstimmen. Und mit diesem Video möchte ich einfach erreichen, dass ihr nicht das Falsche auswählt, Leute. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier kurz mal auf den DevBuild-Account. Denn, Leute, hier habe ich nicht nur Star Shelly, Leute, sondern ich habe hier tatsächlich auch Megaboxen immer noch. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal eine Megabox, damit ihr es nur mal seht. So, Leute, ihr seht es sofort einmal und zwar jetzt. Ich bin jetzt hier in einer gratis Megabox. Ich habe hier schon alle Brawler übrigens gerade drauf. Deswegen, ja, kriege ich hier nur diese Belohnungen. Aber wir merken uns trotzdem 102 Münzen, 230 Bling, 48 Powerpunkte und 2 Juwelen. Jetzt öffnen wir, würde ich sagen, mal ein paar Star Drops. So, Leute. Oh, lol, alternative Belohnung. Genau, ich mache das jetzt das Ganze mal so, weil ich habe jetzt in dem Fall schon alle Brawler am Start. Aber das ist ja trotzdem interessant zu sehen, was sich dann auch mehr lohnt. Vielleicht für die Leute, die schon vieles haben. Weil ich denke mal, viele haben ja auch schon relativ viele Sachen. So, okay, wir sollten jetzt genau 6 Stardrops auch hier haben. Und jetzt schauen wir mal, also den, ja, was wir so bekommen. Ne? Wir haben auf jeden Fall 50 Powerpunkte, okay. Dann 25 Powerpunkte. 50 Münzen und episch, okay, 100 Powerpunkte. Wir haben aber noch kein Bling oder ähnliches bekommen. Wir haben nochmal Markenverdoppler und Münzen, okay. Ganz schwierig, ne? Was war jetzt hier besser? Wir gucken das gleich nochmal, ja, auf jeden Fall mit einem Account, wo wir ein bisschen mehr Sachen noch freischalten können. Und zwar setze ich jetzt diesen Account mal in der Zwischenzeit zurück, Leute. Und wir gucken dann gleich, was sich vielleicht dann doch mehr lohnt. Aber erstmal gucken wir hier weiter. The second is at 8 billion for 2 megaboxes or 12 star drops. Also bei 8 Milliarden Kills kann man dann nochmal abstimmen für 2x Megabox oder 12 Star Drops, Leute. Und auch hier ist jetzt halt wieder die Frage, was lohnt sich mehr, Leute? Und ich würde sagen, wir, ja, gucken jetzt einfach mal nach, Leute. Und zwar habe ich jetzt den Account quasi komplett zurückgesetzt. Wir sind jetzt hier bei einem komplett frischen Account, können das Ganze vielleicht also dementsprechend etwas besser überprüfen und gehen jetzt direkt mal rein in die 2x Megabox. So.
Okay, und zwar kann ich es euch jetzt zeigen. Zack, ich würde sagen, wir gehen rüber und haben jetzt hier schon die erste Megabox gerade geöffnet. Haben 24 Münzen, Bling, Juwelen und ein Spieler-Icon nochmal, okay. Und jetzt noch die zweite Megabox, Leute. Okay, und wir haben auf jeden Fall Frank freigeschaltet. Okay, nice, also schon mal einen neuen Brawler auch, nicht schlecht. Spieler-Icon nochmal. Ist auf jeden Fall solide, würde ich sagen, ist solide. Die Frage ist jetzt halt nur, Leute, ja, was kriegen wir bei 12-mal Star-Drops? Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach direkt mal an. Ich kann hier tatsächlich auch genau 12 Star-Drops, ja, generieren, was ich jetzt gemacht habe. Wir haben jetzt 12 Star-Drops und jetzt schauen wir mal, was wir da bekommen. Wir hatten eben einen neuen Brawler, einen epischen Brawler und natürlich noch ein paar Zusatzbelohnungen. Ich klicke jetzt einfach ganz schnell die Star-Drops durch. Natürlich ist es immer eine Glückssache, aber schaut es euch auf jeden Fall an, damit ihr für das Richtige abstimmt, okay? Okay, wir haben jetzt nochmal einen epischen Pin, beziehungsweise einen normalen Pin, aber in einem epischen Star-Drop, meine ich natürlich, Leute. Okay, ich sag ehrlich, es hält sich in Grenzen. Es hält sich hier gerade in Grenzen, das ist jetzt nicht so okay. Ich sag ehrlich, bisher bin ich eher Team Megabox, wenn ich ganz ehrlich bin mit euch. Aber wir gucken weiter. And the third is at 16 billion for 7 megaboxes or 42 stars. Und genau, 16 Milliarden Takedowns, also Kills insgesamt. Dann können wir uns entscheiden, 7-mal Megabox oder 42 Stardrops. Auch das zeige ich euch jetzt hier auf diesem Account nochmal eben kurz. Ich würde sagen, 4, 5, 6, 7. Okay, 7-mal Megabox, Leute, als erstes. Schauen wir mal, was wir dafür bekommen insgesamt. Okay, wir haben direkt nochmal einen Skin für Frank. Weil ich muss schon sagen, Leute, insgesamt 10-mal gratis Megabox ist ein geisteskrank heftiges Geschenk. Also wirklich unnormal. Unnormal heftig, Leute. So, und wir gehen sofort rein. Zack. Ich hoffe, wir ziehen natürlich noch etwas. Wir haben nochmal Colette, okay. Aber, Digga, jetzt bin ich gespannt, was gleich in den 42-mal Stardrop drin ist, Digga. Das wird auf jeden Fall heftig. Ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall einen Brawler gezogen. Natürlich ist es immer Glückssache. Ich weiß, Leute, das kann man jetzt nicht so immer pauschal sagen. So, und zwar sind wir jetzt bei 42-mal Stardrop am Start. Okay, wir tippen die durch. Das dauert natürlich etwas länger. Oh nein, 1000 Münzen, Leute. Aber okay, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Es war auf jeden Fall nicht schlecht. Boah, jetzt, das wird auf jeden Fall die krasseste Entscheidung, ne? Zwischen 7-mal Megabox und 42-mal Stardrop, Leute. Was ist besser? Echt schwer, aber so ein geiles Event, wo man sogar abstimmen kann. Das feiere ich richtig. Vor allem auch richtig geil, dass Megaboxen nochmal zurückkommen. Obwohl eigentlich ja Megaboxen jetzt wieder entfernt wurden. Feiere ich auf jeden Fall sehr. Aber wir tippen jetzt mal durch. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch noch nicht die Rico-Skins gezogen oder sowas, ne? Und das sollte dann ja auch wieder möglich sein in den Megaboxen, schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß natürlich nicht so genau. Aber Leute, wir gucken mal. Legendär nochmal. Bam. Let's go. Okay. Und episch nochmal. Zack. Super selten, selten. Okay, und selten, wir tippen alles durch, Digga, das ist echt viel, Bruder, das ist eigentlich, hast du so gefühlt 2 Megapixel oder vielleicht so, ja, ich weiß, so 1 bis 2 Megapixel eigentlich vom Umfang her, das ist wirklich schon sehr, sehr heftig viel, mythisch nochmal und selten, selten, boah, Digga, das ist schon ehrlich sehr, sehr krank hier, das ist schon sehr, sehr heftig, Mann, selten nochmal. Und, okay, episch. Ja, okay. Leute, ich bin ganz ehrlich, bisher bin ich Team Megabox. Wir gucken aber mal weiter, denn es gibt noch ein krasses Giveaway. To make the event even more exciting, as soon as it starts, we'll also be having double star drops, double XP and a free gift, depending on what you voted for on social media. And for a traditional event giveaway, you can either get 100 Megaboxes. Was? Also Leute, man kann 100 Megaboxen gratis gewinnen. Wie krank ist das? Or 50 legendary Star Drops. Oder 50 legendäre Star Drops. Wie geil. Participate, all you have to do is to post a screenshot. Genau, alles was man dafür tun muss, ist einen Screenshot zu machen, für was man gewotet hat und das in Social Media zu posten. Of your vote on any social media and convince. Genau, zum Beispiel jetzt hier auf Twitter, beziehungsweise X, ne, und dann muss man dazu schreiben, Hashtag Box vs. Drops, Hashtag Brawl Stars. Man kann das überall posten, rein theoretisch auf Instagram
oder wo auch immer. It's your followers to vote for the same option. And don't forget the Box versus Drops and Brawl Stars hashtags. We'll be picking 10 lucky winners at the end of the event on 20. Also 10 Gewinner wird es auf jeden Fall geben, die dann 100 gratis Megaboxen oder 50 legendäre Startups bekommen. 5 August. So vote for the reward you wanna win and take down some brawlers. Digga. Und Leute, jetzt würde ich sagen, stimmen wir auf jeden Fall feierlich zusammen nochmal ab auf meinem Hauptaccount, würde ich sagen. Und zwar, come on, Brawl Stars, starte doch. Lol. Aha, perfekt. Brawl Stars erstmal abgestürzt, man kennt's, Leute. Vielleicht, weil so viele gleichzeitig gerade in Brawl Stars gehen und abstimmen wollen. Ich sage euch ehrlich, ihr werdet jetzt sehen, wofür ich abstimme. Ihr könnt natürlich aber selbst entscheiden, ne, wofür ihr abstimmt. Aber Leute, ich finde, man hat es klar gesehen. Wir gehen in die News-Sektion, gehen auf Abstimmen auf jeden Fall einmal. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt Team Megabox, Leute. Jetzt kann ich hier einen Screenshot machen einfach. Ich mache jetzt hier einen Screenshot. Das kann ich jetzt posten und ne, mit Hashtag Box versus Drops teilnehmen an dem Gewinnspiel. Hier steht nochmal alles auf jeden Fall erklärt, Leute. Und jetzt drücken wir auf Senden. Und oh, wir sehen auch schon bisher 67% haben für die Megabox abgestimmt. Das ist crazy. Und genau, ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Kurzes Infovideo. Lasst ein Like da, ein kostes Abo. Bis dann und ciao, ciao.